Wie komme ich zum Programm Teams? Mein Name ist Birmin Lehner. Ich gehe ins Internet, bei Internet zum Weiterbildungszentrum, beim Weiterbildungszentrum zu Zugang Extranet, hier zu Extranet Login, das haben Sie erhalten von der Schule, und hier zu Bring Your Own Device. Und noch der letzte Schritt, Login Office 365, denn Sie können Office 365 während Ihrer Ausbildung gratis nutzen. Natürlich nachher fällt eine Lizenzgebühr an. Also nutzen wir das Angebot Office 365. Sie werden weitgeleitet zu Ihrem Login. Also hier Login. Hier natürlich wieder Ihre E-Mail-Adresse. Ihr Passwort und Sign in. Yes. Und hier haben Sie das ganze Office-Paket online. Natürlich könnte man das Ganze hier herunterladen und installieren. Aber ich will ja nicht gerade alles installieren. Ich gehe mal auf Teams. Ich bin nun hier online auf Teams. Man sieht das. Hier oben sind alle Register des Browsers noch sichtbar. Und ich kann nun ein Team auswählen und mit diesem Team Daten austauschen und vieles mehr. Jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit, dieses Programm lokal herunterzuladen. Hier unten sehen Sie den Download, die sogenannte Desktop-App. Warum soll ich das tun? Ich mache einen kurzen Werbeblock. Erstens, wenn Sie Skype kennen, es ersetzt Skype. Ich denke, Microsoft will sowieso Skype langsam ersetzen mit Teams. Oder Sie kennen das Fernsteuerprogramm TeamViewer. Teams ersetzt auch den TeamViewer. Also ich kann meinen Bildschirm übertragen. Ich habe hier gerade ein Excel geöffnet. Ich kann diesen Bildschirm übertragen an meine Partner. Und es ersetzt auch WhatsApp, denn ich kann Nachrichten übermitteln, ich kann telefonieren, ich kann einen Videochat machen, also eigentlich alles in einem. Also legen wir los, laden wir es herunter, hier unten links Download. Jawohl, es soll hier die Installationsdatei zu meinen Downloads legen, speichern. Ich warte einen Moment. So, der Download ist beendet. Ich klicke hier auf dieses Symbol. Jetzt wird Teams installiert. Hier erscheint noch, ich solle die Desktop-Nachrichten einschalten. Das mache ich doch, denn wenn ich eine Nachricht erhalte, sehe ich das sofort. Also Turn on, zulassen. Und unterdessen ist auch wirklich mein Teams heruntergeladen. Das heißt, auf meinem Desktop, ich gehe mal auf den Desktop, erscheint nun hier das Programm Teams. Ich starte das einmal. Ich gebe hier noch meine Adresse ein, wie vorhin, weiter. Jawohl, wiederum das richtige Passwort. Und jetzt bin ich hier auch lokal angemeldet. Das hat den Vorteil, Teams wird immer mitgeladen mit dem System. Und wenn mich jemand anruft, dann erhalte ich eine Desktop-Mitteilung, jemand wolle mit mir chatten oder mit mir etwas austauschen. Und ja, Teams kann man auch aufs Handy runterladen. Es gibt eine extra App dazu. Ich habe die hier bereits heruntergeladen. Teams. Ich klicke hier auf Teams und ich sehe wiederum genau dasselbe wie vorhin auf meiner Desktop-App oder eben online unter Teams. Das war's.